So Leute, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Channel von mir für euch. Und zwar, wir nehmen uns heute Massi den 24.12 vor, ein sehr geschätzten Let's Player, ein richtig guter Kumpel. Mit dem werden fast immer bei uns Togethers gemacht, immer hin und her, aber darum geht's ja jetzt nicht. Wir wollen ihn jetzt mal unter die Lupe nehmen. Was mir auffällt, ich hoffe, das ist nicht laut. Das ist zu laut, oder? Ich weiß nicht. Oh Gott. Yeah, geile Musik. Fällt mir auf. Naja, das hier ist, wenn man jetzt hier normal ladet, kommt man ja hier hin. Mir fällt auf, da fehlt etwas. Und zwar, ich würde sagen, dass du es am besten so machen würdest, dass du nicht Feeds benutzt, sondern angesagt. Weil die Leute wollen nicht wissen, was du als Favorit hinzugefügt hast. Oder irgendwie positiv gefunden hat, zwar schon, aber die werden dich sich wohl mehr für deine Videos interessieren. Deswegen würde ich sagen, du machst deine Feeds auf angesagt. So merkst, so sieht man, was dein neuer Part ist, wann du den hochgeladen hast, wie viel Aufrufe er hat und was du davor hochgeladen hast. Hier Let's Play Ratchet Gladiator und. Was ich auch sehr schön finde, ist dein EM-Spezial mit der Europameisterschaft. Auch wirklich Daumen hoch, wirklich sehr gut. Das nächste Problem, kleinste Problem, weil dein Kanal ist eigentlich bombastisch. Der Hintergrund ist mir aufgefallen, ist auch sehr gelungen. Schöne Charaktere drauf, auch was mit dem Spiel zu tun hat. Die hast du ja alle selber gemacht, die unteren, so viel ich weiß. Und ja, hier, das fällt mir auf bei den laufenden Projekten. Ja, schön und gut, also hier auch abgeschlossene Projekte, aber das sieht man nicht so gut. Versuch's mal so, sagen wir mal, auseinanderzuhalten, dass man es auch wirklich erkennt, weil man denkt, das ist einfach nur so eine Liste, laufende Projekte, viele Projekte, ne? Und ich würde sagen, mach so eine Art Abgrenzung. Und zwar fällt mir dazu noch ein, hier Kirby muss noch ein Y dran halten, oder heißt es Kirby? Amazing Mirror, glaub schon. Was mir auch auffällt, du hast wirklich sehr viele Projekte. Sehr schön, würde den Leuten auch wirklich gefallen. Aber das Problem ist, die wissen nicht, wann du das hochlädst, weil die wollen auch bestimmt wissen, wann dasjenige Video kommt. Die werden sich bestimmt nicht auf alle Videos freuen, eine Person, sondern auch vielleicht ein Wonder Video geil, weil du da halt immer am Fehlen bist und ist nicht böse gemeint, aber halt so, dass es halt lustig scheint, weißt du? Dein Kommentarstil ist einfach bombastisch, das passt alles, aber an deinem Kanal musst du noch ein bisschen rumschrauben. Entschuldigung, bisschen Musik nochmal. Und eigentlich sehr schön, aber ich würde dir lieber dazu noch raten, dass du dir einen Uploadplan anstellst. Kannst ihn als Infovideo machen oder hier reinschreiben, ist Wurst, damit die Leute aber wissen, was wirklich hochgeladen wird. Abgeschlossene Projekte ist auch schön. Da Super Mario 64, 100%, stimmt, super, ja, alles, das stimmt alles perfekt. Aber hier muss halt noch eine Kleinigkeit ändern. So, dein Kommentarstil habe ich auch bei vielen Videos angeschaut. Anfangs war es schon etwas wackelig, das ist klar, das ist bei jedem. Auch bei mir kann ich auch zugeben. Bis auch, naja, schon lustig, aber bei dir fehlt, du sagst immer so, ja, da ist das, da ist so ein Stern und da ist ein neuer Gegner oder was ist das oder bla. Erzähl doch mal mehr, also so mehr über, ja, das Spiel selber. Wann, ob du es vielleicht mal durchgespielt hast, das hast du bestimmt schon mal erwähnt, aber da muss, sagen wir mal, naja, nicht muss, aber wenn du möchtest, dass du da nicht, so abgehst, aber dass du halt mal mehr erzählst für das Spiel. Das soll ein Let's Play sein. Die Leute sollen wissen, wo was ist, damit du denen hilfst. Das ist normal, das gehört normalerweise zu einem Let's Play dazu. Was mir auch auffällt, dein das hier. Moment, da muss ich mir also. So, haha, noch ein Klick. hier. Naja, Let's Play Donald Duck Quack Attack. Part 4. Naja, ein bisschen zu kurz, aber ist bei jedem Let's Player anders, das ist ganz klar, aber ich selber finde, dass es lieber ein bisschen vielfältiger ist, vielleicht mit German oder Deutsch oder ja. So, dann schauen wir mal das hier an. Ja, das kannst du dir eigentlich sparen, das weiß dann jeder. Das ohne Gast. Heutige Level, ja, ein kleines Spoiler, ich finde es
Selber bei Markus nicht so gut, dass der dann spoilert, was für Pokémon der im Blue die Platinose gefangen hat. Also, das würde ich auch lieber weglassen, weil du spoilerst da so und da haben die Leute wirklich keine Lust mehr, das Video zu schauen, weil die wissen, wie weit du jetzt hier in den Part gekommen bist und dann sagen sie, ach so, ja, jetzt das wissen wir jetzt halt und wollen wir das Video gerade anschauen. Und das ist sehr wichtig, die Leute müssen wirklich die Videos anschauen, damit sie was verstehen. Also wenn du hier eigentlich Spukhalle, große Gasse, Kreiserfahrt, dann wissen sie, ach so, ja, Spukhalle ist das Level, dann das andere und bla bla bla. Dann wissen sie, ja, wow, toll. Ihr wollt Kontakt zu mir? Sehr schön. Finde ich echt gut. Während ein Lieder auch sehr gut. Ja, das ist halt dann das, was. Okay, ja. Nintendo 64 Konsole. So, jetzt dann schauen wir mal die Tags an. Die Tags. Oh, jetzt habe ich schon 6 Minuten aufgenommen. Eigentlich wollte ich ja nur so um die 5 Minuten aufnehmen. Für jeden Let's Channel. Aber du bist wahrscheinlich was Spezielles. So, dann Marcelin, 4212, ja, also die Suchbegriffe passen wirklich sehr gut. Ja, da kann man echt nicht meckern, aber, also wie gesagt, mehr kann ich da jetzt leider nicht sagen, lieber Marcelin. Mach weiter so, ich hoffe, du nimmst meine Ratschläge ernst. Das heißt nicht, dass du sie umsetzen sollst oder dass ich das böse meine. Das meine ich bei jedem der Channel nicht. Ich möchte euch einfach nur helfen, dass ihr, ja, wirklich massatastisch wird. So Leute, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Let's Channel. Bis dann und haut rein. Servus.